Der Mülheimer Markt hat auch nach mehr als 450 Jahren immer noch nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Mehrere tausend Zuschauer verfolgten den Festzug bei dem Traditionsfest, das mitten in der Woche stattfindet. Der Festzug stand unter dem Motto Mythen, Götter und Legenden. Sonnenleih, sagenhaft gut. Festwagen, Fußgruppen und 6 Musikkapellen sorgten für beste Stimmung unter den Zuschauern. Das Fest geht auf das Jahr 1555 zurück. Damals riefen die Grafen von Veldenz einen Markt- und Gerichtstag ins Leben. Zu Gericht sitzt mittlerweile niemand mehr, den Marktcharakter hat sich das Fest allerdings erhalten. Das ganze Dorf ist dann auf den Beinen. Beim Festzug war der jüngste Teilnehmer ein Jahr alt, der älteste zählte 90 Lenze. Dargestellt wurden unter anderem die Geschichten von Störtebeker, Robin Hood und Don Quixote. Auch Dracula schätzt den guten Sonnenleitropfen und Kleopatra hätte ihn sicherlich genossen. Auch die Götter sind den Mülheimern gewogen und die Wikinger schwören auf die Kraft des Rebensaftes. Mit dabei waren auch einige Weinköniginnen, unter ihnen die frisch gekrönte Sonnenleih. Besonders für die vielen Urlauber ist dieses Fest wegen seiner Terminierung mitten in der Woche eine besondere Attraktion.